بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine geehrten Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt unsere Reihe weitermachen können. Alhamdulillah. Und das Gute bei dieser Reihe ist, dass das immer auch einzelne Suren sind. Das heißt, selbst wenn wir die Reihe nicht direkt fortführen können, Hauptsache, wir haben eine Sure abgeschlossen. Und die letzte Sure, die wir besprochen hatten, war Sure Al-Mumtahina oder Al-Mumtahina, Sure Nummer 60. Das war die letzte Sure, die wir besprochen hatten. Und wir werden heute inshallah ta'ala weitermachen mit der Sure Nummer 59, und zwar mit Sure Al-Hashr. Sure Al-Hashr. Und wir werden wie gewohnt vorgehen, indem wir zunächst einmal einen kurzen Überblick über die Sure geben, einige allgemeine Informationen zur Sure nennen. Und dann, inshallah ta'ala, beginnen werden, auf die einzelnen Ayat einzugehen. Wir werden nicht sehr stark ins Detail gehen, und trotz alledem werden wir wahrscheinlich drei Unterrichte brauchen, um Surat al-Hashr zu besprechen. Weil Surat al-Hashr auch verbunden ist mit einem wichtigen historischen Ereignis, auf das wir ebenfalls, inshallah ta'ala, eingehen müssen. Und dementsprechend brauchen wir wahrscheinlich drei Unterrichte, um diese Sure dann zu besprechen, inshallah ta'ala. Sure al-Hashr gehört zu den sogenannten Al-Musabbihat. Wir hatten über die Al-Musabbihat schon einmal gesprochen gehabt. Und zwar sind das jene Suren, welche mit dem Tasbih beginnen. Wie viele Suren waren das gewesen, die mit dem Tasbih beginnen? Insgesamt waren es 7 Suren. Und zwar Surat Al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi, fängt mit dem Tasbih an. Der Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hadid, Surat Al-Hashr, Surat As-Saff, Surat Al-Jumu'ah, Surat Al-Taghabun und Surat Al-A'la. Wir haben mittlerweile, Alhamdulillah, wenn wir jetzt mit Surat Al-Hashr beginnen, schon 5 der sogenannten Al-Musabbihat gelesen. Es wird überliefert, dieser Hadith wird auch nach einigen Gelehrten als noch authentisch eingestuft, beim Imam Al-Tirmidhi von Irbad ibn Sariya, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Musabbihat gelesen hat, bevor er schlafen gegangen ist. Und sagte, inna fihinna ayatan khayrun min elfi ayah. In ihnen befindet sich eine Ayah, welche besser ist als 1000 Ayat. Welche Ayah das ist, das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam offen gelassen. Vielleicht gerade deswegen, damit wir uns anstrengen und diese Suren auch immer wieder lesen. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Musabbihat auch immer wieder rezitiert. Hat empfohlen, sie auch zu rezitieren. Und Surat al-Hashr ist eine dieser Musabbihat, welche im Vergleich zu einigen der Musabbihat auch relativ spät offenbart wurde, und zwar in der medinensischen Zeit. Es gibt einige Musabbihat, welche in Mekka offenbart wurden, wie beispielsweise Sabbih ism rabbika al-a'la, das ist eine mekkanische Sura. Und es gibt einige der Musabbihat, welche in Medina offenbart wurden. Oder am Ende der mekkanischen Zeit, oder auch kurz vor und nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dazu gehört auch unter anderem Surat al-Hashr, aber auch Surat as-Saff und Surat al-Jumu'ah, wie wir auch schon besprochen hatten. Das sind medinensische Suren. Was war nochmal, weil das ist auch schon etwas länger her, es kommen auch immer wieder neue Geschwister,
Was war nochmal der Unterschied gewesen zwischen einer mekkanischen und einer medinensischen Sura? Erstmal allgemein die Aufteilung. Wann bezeichnet man eine Sura als mekkanisch und wann bezeichnet man eine Sura als medinensisch? Bitte. Genau, es ist eine zeitliche Aufteilung. Die mekkanischen Suren sind Suren, die vor der Hijra offenbart wurden. Unabhängig von dem Ort, wo sie offenbart wurden. Während die medinensischen Suren Suren sind, welche nach der Hijra offenbart wurden. Unabhängig von dem Ort, wo sie offenbart wurden. Das heißt, wir haben medinensische Ayat, welche in Mekka offenbart wurden. Medinensische Ayat, welche in Mekka offenbart wurden. Sogar mitten in der Kaaba. Kennt ihr eine Ayat, die mitten in der Kaaba offenbart wurde? Und sie ist medinensisch und nicht mekkanisch. Es gibt eine bekannte Ayat in Surat An-Nisa. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka erobert hat, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann die Kaaba betreten wollte, in die Kaaba hinein wollte, wollte er den Schlüssel haben von dem Verantwortlichen für die Sadanatul Bayt. Das heißt, den Verantwortlichen für den Schlüssel der Kaaba und dass die Kaaba sauber gemacht wird und geöffnet wird. Und als er den Schlüssel bekam, kam Ali ibn Abi Talib zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte: Ja Rasulallah, gib uns neben der Siqaya auch noch was? Die Sadana. Was heißt das? Die Quraysh, sie haben unter sich die Aufgaben und Verantwortungen für die Pilgerfahrt aufgeteilt gehabt. Einige hatten die Verantwortung, die Pilger zu tränken, wie die Banu Hashim. Das ist die Familie des Propheten gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Das nannte man was? As-Siqaya. Das nannte man As-Siqaya. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei seiner Pilgerfahrt auch Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, seinem Onkel, erlaubt, dass er in der Nacht, wo man normalerweise in Muzdalife übernachtet, das ist die Nacht zum Eid, zum 10. von Dhul-Hijjah, dass er nicht in Muzdalife übernachtet, sondern nach Mekka geht, um die Pilger zu tränken. Weil nämlich die Banu Hashim verantwortlich waren für was? Für das Tränken der Pilger, für das Wasser, Samsam. Während die Banu Shayba verantwortlich waren für Sadanatul Bayt, das heißt für den Schlüssel der Kaaba. Und Ali ibn Abi Talib, er sagte sich, lasst uns doch die Gunst der Stunde nutzen und lasst uns als Banu Hashim alles übernehmen, die komplette Verantwortung. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überlegte ein wenig und subhanallah, während er in der Kaaba war, bei der Eroberung von Mekka, hat Allah ta'ala ihm eine Ayah offenbart. Und das ist die einzige Ayah meines Wissens, welche in der Kaaba offenbart wurde. Und zwar die Ayah in Surat An-Nisa: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ta'ala, er befiehlt euch, die euch anvertrauten Güter, hier in diesem Beispiel, den Schlüssel der Kaaba, ihren Inhabern und Eigentümern zurückzugeben. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Und dass, wenn ihr unter den Menschen richtet, mit Gerechtigkeit richtet. Was machte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er rief den Mann, der verantwortlich war, er hieß Uthman ibn Mazlun, soweit ich weiß, oder Uthman ibn Talha, der von den Banu Shayba war. Und er sagte zu ihm: Komm her, hier ist der Schlüssel. Und dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam: خُذُوهَا تَالِدَةً خَالِدَةً. Nehmt den Schlüssel, für immer und ewig. لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ. Nur ein ungerechter Tyrann wird diese Verantwortung euch entreißen. Deswegen, subhanallah, bis zum heutigen Tag, könnt ihr gerne auf YouTube nachschauen, ist diese Verantwortung für die Kaaba in der Hand der Banu Shayba und der Nachfolger der Banu Shayba. Habt ihr das vielleicht gesehen? Jetzt, vor einigen Tagen wurde ja wieder die Kaaba von innen gereinigt. Und da musste extra der Mann der Banu Shayba kommen, um die Kaaba aufzuschließen. Völlig egal, ob der König kommt oder der Kronprinz kommt.
Der Einzige, der den Schlüssel der Gabe hat, ist das Oberhaupt der Benno Scheiber in unserer heutigen Zeit. Es gibt ganz viele Videos auf YouTube und auch Interviews mit ihnen, wo dann auch der Schlüssel der Gabe gezeigt wird. Subhanallah. Kommen wir zurück zu unserem Thema, inshallah. Das heißt, der Unterschied zwischen einer mekkanischen, einer medinensischen Ayah oder einer mekkanischen, einer medinensischen Sura ist nach den meisten Gelehrten ein chronologischer Unterschied. Alles, was vor der Hijra offenbart wurde, ist mekkanisch. Und alles, was nach der Hijra offenbart wurde, ist was? Ist medinensisch. Kann man sich ganz einfach merken, inshallah. Natürlich gibt es Merkmale etc., aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Surat al-Hashr ist ganz klar eine medinensische Sura. Warum? Weil nämlich das historische Ereignis, welches in Surat al-Hashr behandelt wird, ein medinensisches Ereignis war. Das heißt, es spielte sich nach der Hijra in Medina, in der Stadt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Welches Ereignis das war, das werden wir heute noch kennenlernen, inshallah ta'ala. Und der Name Al-Hashr bezieht sich direkt auf dieses Ereignis. Man könnte jetzt denken, Al-Hashr, was bedeutet eigentlich Al-Hashr? Was bedeutet das Wort Al-Hashr? Hashr, was heißt das eigentlich? Kennt ihr sicherlich versammeln, genau. Man könnte jetzt denken, das bezieht sich auf Yawm al-Qiyam, Yawm al-Hashr. Das ist ja der Tag der Versammlung, da wo die Menschen versammelt werden. Verwendet auch der Koran. Aber dem ist nicht so. Sondern Al-Hashr bezieht sich auf ein historisches Ereignis zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich kann man das theoretisch auch kombinieren mit dem jüngsten Tag. Aber zunächst erst einmal bezieht sich Al-Hashr hier auf eine Versammlung in der Dunya und nicht im Akhirah. Und das ist dann auch dementsprechend der Name der Sura, Sura Al-Hashr. Gibt es noch weitere Namen für diese Sura? Ja. Und zwar von Abdullah ibn Abbas wird überliefert, wie es in Sahih Bukhari auch überliefert wird, dass er gesagt hat, man soll Surat al-Hashr nicht Surat al-Hashr nennen, sondern Surat Bani al-Nadir. Surat Bani al-Nadir. Ja, ist jetzt Banu al-Nadir. Ein jüdischer Stamm, richtig. Und mit dem Banu al-Nadir hängt auch diese Sura zusammen. Weil nämlich dieser Hashr, diese Versammlung, auf die Banu al-Nadir bezogen ist. Diese Sura behandelt im Großen und Ganzen die Vertreibung der Banu al-Nadir aus Medina. Auf Arabisch, Ijla oder Jala Bani al-Nadir. Und hier müssen wir noch mal ein wenig ausholen, um zu verstehen, um was es überhaupt ging. Und zwar gab es in Medina zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam mehrere jüdische Stämme. Und es gab drei Hauptstämme. Wie hießen diese Hauptstämme? Ein Stamm hieß Banu al-Nadir. Wie hießen die anderen beiden Stämme? Banu Qurayza. Banu Qurayza und der dritte Stamm, wer weiß es, Schwestern? Ja? Und Banu Qaynuqa. Also wir haben drei große jüdische Stämme. Es gab noch andere Unterstämme, kleinere. Aber das waren die Hauptstämme gewesen. Banu Qurayza, Banu al-Nadir, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. Und dann Banu Qaynuqa. Drei große jüdische Stämme. Zunächst einmal stellt man sich die Frage, wie kommen überhaupt diese Stämme nach Medina? Wie kommen überhaupt Juden auf die arabische Halbinsel? Genau. Die Juden wurden ja verbreitet in der Welt. Sie lebten ja im Exil. Und sie haben sich verbreitet an verschiedenen Orten. Und einige haben gesagt, es wird ja ein Prophet erscheinen. Und zwar genau in dieser Region auf der arabischen Halbinsel. Und dementsprechend haben einige dann ihre Heimat wo besucht? Auf der arabischen Halbinsel. Und sie waren klar im Vorteil gewesen. Warum? Weil es Leute gewesen waren, die eine Schrift hatten. Sie waren, was die Religion betrifft, klar im Vorteil gegenüber den arabischen Polytheisten und den Muschrikin. Und sie waren auch gebildete Völker gewesen. Das heißt, sie haben auch etwas mitgebracht. Und dementsprechend waren sie gegenüber den Arabern sehr fortschrittlich gewesen. Und sie haben sich dort schon vorher Hunderte niedergelassen. Natürlich lebten dort auch schon arabische Stämme.
Aber sie sind dann sozusagen dort zugezogen, haben sich dort niedergelassen und haben sich dann auf die Agrarwirtschaft in dieser Region konzentriert. Die meisten Juden auf der arabischen Halbinsel lebten in Medina. Medina hieß früher wie Yathrib und haben sich dort niedergelassen. Es gab aber auch Juden und jüdische Stämme an anderen Orten, wie in Fedak, in Khaybar und an anderen Orten, wo ebenfalls auf der arabischen Insel Juden gelebt haben. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, gab es jetzt drei große Gruppen. Einmal die Juden. Dann die Mushrikun, die arabischen Mushrikun, bestehend aus zwei Stämmen, nämlich den Aus und den Khazraj, die unter sich verstritten gewesen waren und sich gegenseitig auch bekämpft hatten. Und dann gab es die dritte Gruppe, und das ist welche gewesen, nämlich die Muslime. Und die Muslime waren größtenteils ebenfalls für den Aus und den Khazraj, aber sie stellten jetzt eine eigene Gruppe dar, dass man drei Gruppen hatte. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam, hat er, das haben wir schon oft erwähnt gehabt, drei Dinge unternommen. Das erste, was er machte, war, eine Moschee zu errichten. Für die Muslime. Das zweite, was der Prophet getan hat, sallallahu alaihi wa sallam, war, die gläubigen Muhajirun und Ansar, das heißt, die Migranten, kann man sagen, die von außerhalb von Medina kamen, und die Ureinwohner Medinas, und zwar die Muslime unter ihnen, miteinander zu verbrüdern. Die Mu'akha, die Verbrüderung der Muhajirun und der Ansar. Und das dritte, was der Prophet getan hat, sallallahu alaihi wa sallam, war, dass er mit allen Bewohnern Medinas als neues Oberhaupt von Medina, und die Leute haben ihn akzeptiert als Oberhaupt, dann einen Vertrag ausgehandelt hat. Und diesen Vertrag nannte man Wathiqatul Medina. Die Charta von Medina, die Gemeindeordnung von Medina, wo festgelegt wurde, wer welche Rechte hatte. Und dass alle Gruppen in Medina am Ende Bewohner von einer Stadt sind und sich dementsprechend auch unterstützen müssen. Und dazu gehört auch was? Dass sie sich unterstützen müssen, wenn es wozu kommt, wenn es dazu kommt, dass ein Blutgeld bezahlt wird. Egal ob bei den Juden oder bei den Muslimen. Was heißt das? Wenn irgendjemand einen anderen Menschen zu Unrecht tötet, was verlangt man dann dafür? Blutgeld. Auf Arabisch nennt man es Dir. Und sie haben vertraglich festgehalten, dass wenn irgendjemand von den Bewohnern Medinas verpflichtet ist, gegenüber einem anderen Stamm Blutgeld zu bezahlen, weil er jemanden zu Unrecht getötet hat oder aus Versehen getötet hat, dass alle Gruppen in Medina sich gegenseitig darin unterstützen müssen, dass dieses Blutgeld bezahlt wird. Das ist unglaublich wichtig, um zu verstehen, was hier überhaupt passiert ist in dieser Sura. Wir brauchen diese historischen Informationen, um Sura al-Hasch überhaupt verstehen zu können. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Vertrag abgeschlossen. Und zu diesem Vertrag gehört er auch, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich nicht hintergeht. Und jetzt kommt es zu einem Vorfall. Nicht in Bezug auf die Banu al-Nadir, sondern in Bezug auf die Banu Qaynuqa. Es kommt zu einem Streit und einer von den Banu Qaynuqa tötet jemanden von den Muslimen und bringt ihn um. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das führt dazu, dass die Banu Qaynuqa Medina verlassen müssen. Das ist der erste Stamm, mit dem es zu einem Konflikt kam. Weil dieser Stamm sich nicht an was gehalten hat? An die Abmachungen und die Verträge zwischen den Muslimen und ihnen. Es gab noch viele andere Dinge, die im Hintergrund geschehen sind. Wie, dass die jüdischen Stämme mit den Quraysh in Mekka zusammengearbeitet haben und versucht haben, die Muslime aus Medina zu vertreiben. Und das geschah immer wieder. Es gab einen Mann, der hieß Ka'b ibn al-Ashraf. Und er gehörte zu den Juden aus Medina, zu den Banu al-Nadir. Und dieser Ka'b ibn al-Ashraf war ein Anführer gewesen. Und er hat versucht, gemeinsam mit den Quraysh andere arabische Stämme zu gewinnen, um gegen die Muslime in Medina zu hetzen, um einen Krieg anzuzetteln. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat jemanden geschickt, der ihn liquidiert hat. Es ging hier um was? Es ging hier um Krieg. Das war eine Sache gewesen. Ebenfalls haben wir verschiedene Überlieferungen,
dass die Banu an-Nadir versucht haben, gemeinsam mit den Feinden der Muslime, die Muslime zu, sozusagen zu bekämpfen und ihnen zu schaden. Und jetzt kommt es zu einem Vorfall. Und zwar einer der Muslime, er hat zwei Leute zu Unrecht getötet. Das ist eine Geschichte, wo er sozusagen glaubte, dass es sich um zwei Feinde handelt, die von einem eigentlich befreundeten Stamm stammen. Und er wusste nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit ihnen ein Abkommen hatte, und zwar von dem Banu Kilab. Und während sie einschliefen, hat er sie getötet, weil er dachte, dass sie zu einem befeindeten Stamm gehören. Als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam davon erfuhr, sagte er zu ihm, das war kein befeindeter Stamm gewesen. Sie gehören nicht zu denen, die uns bekämpfen, sondern das war ein Stamm, mit dem wir eine Abmachung hatten. Und deswegen müssen wir Blutgeld zahlen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte. Wir müssen Blutgeld zahlen für diese zwei Männer von den Banu al-Kilab. Und was macht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Nach den Abkommen müssen jetzt alle Stämme in Medina, ob Juden, Araber oder Muslime, sich an diesem Blutgeld beteiligen. Und er begibt sich jetzt mit einigen Leuten, ungefähr 10 Leute, zu dem Banu al-Nadir. Und er setzt sich dorthin und wartet darauf, dass sie jetzt in ein Gespräch kommen, ihnen darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie sich am Blutgeld beteiligen müssen. Die Banu al-Nadir, die sagen jetzt zueinander, das ist unsere Chance. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, sitzt an einem Haus. Wir nehmen einen großen Stein und werfen diesen Stein von dem Haus auf seinen Kopf und die Sache ist beendet. Und der Spuk ist vorbei. Allah subhanahu wa ta'ala, er offenbart dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie sie ist. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte auch Leute gehabt bei den Banu al-Nadir, die bereits den Islam angenommen hatten. Die ihn ebenfalls über diese List aufgeklärt haben, über andere Listen, die sie ausgehackt haben. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schnell aufstand und daraufhin die Wohnstätten der Banu al-Nadir belagert hat. Und das führte dann zu was? Das führte dann am Ende zu ihrer Vertreibung, die Allah subhanahu wa ta'ala dies in dieser Sura erwähnt. Aber nicht nur das, denn die Sura erzählt uns noch mehr. Wir werden gleich über den Aufbau der Sura sprechen, inshallah. Und zwar, als die Muslime dann die Wohnstätten der Banu al-Nadir, und das war im 4. Jahr nach der Hijra gewesen, belagert haben, haben einige Heuchler in Medina zu den Banu al-Nadir gesagt, schaut mal, wir sind an eurer Seite. Lasst auf, niemals auf das Urteil des Propheten ein. Gebt nicht auf, wir werden euch unterstützen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat gezeigt, dass sie es nicht wirklich tun werden. Und am Ende haben sie auch wirklich im Stich gelassen. Und nachdem das geschehen ist und sie dann aufgegeben haben, mussten die Banu an-Nadir Medina verlassen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihr Leben verschont. Und er hat ihnen erlaubt, auch ihr Hab und Gut mitzunehmen. Und zwar so viel, dass sie immer ein Kamel haben konnten und auf diesem Kamel ihr Hab und Gut mitnehmen konnten, außer die Waffen. Und was haben sie daraufhin getan? Sie haben ihre eigenen Häuser zerstört, haben teilweise dann auch Bretter und Holz mitgenommen von den Häusern. Das alles wird in dieser Sura erwähnt und sind dann aus Medina gegangen und mussten Medina verlassen und haben sich in Khaybar niedergelassen und einige haben sich dann sogar im heutigen Syrien niedergelassen. Das ist der historische Hintergrund zu dieser Sura. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala zu dem Aufbau der Sura, Sura al-Hashr. Sura al-Hashr beginnt in der ersten Ayah mit dem Tasbih, wie wir gesagt haben, mit der Lobpreisung Allahs. Wir kommen darauf gleich zu sprechen. Das ist der erste Abschnitt. Dann im zweiten Abschnitt von der Ayah Nummer 2 bis zur Ayah Nummer 5 spricht Allah subhanahu wa ta'ala über die Vertreibung der Banu al-Nadir aus Medina. Im nächsten Abschnitt von der Ayah Nummer 6 bis Ayah Nummer 10 spricht Allah subhanahu wa ta'ala über die Regelungen des Fay. Was ist Al-Fay? Al-Fay ist eine Art Beute, welche die Muslime erlangt haben ohne Kampf. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht darüber, was mit dieser Beute getan wird und wie sie verteilt wird, unter wem sie verteilt wird. In dem Abschnitt Nummer 4 von der Ayah Nummer 11 bis zur Ayah Nummer 17 spricht Allah subhanahu wa ta'ala jetzt über das Verhältnis der Heuchler zu dem Banu al-Nadir.
Und was die Heuchler ihnen versprochen haben, dass sie sie am Ende aber im Stich lassen werden. Und dann im letzten Abschnitt des Surah, und zwar der Abschnitt von der Ayah Nummer 18 bis zur Ayah Nummer 24, und viele von uns kennen diesen Abschnitt, spricht Allah subhanahu wa ta'ala jetzt die Gläubigen an und zeigt uns auf, dass wir Taqwa haben sollten, dass wir am Koran festhalten sollten, und er spricht über seine schönsten Namen. Und dieser letzte Abschnitt, die letzten drei Ayat von Surat al-Hashr, sind ganz besondere Ayat. Ayat, die die meisten von uns auch auswendig können oder zumindest wissen, dass es sich hierbei um Ayat handelt, die immer wieder auch aufgesagt werden. Und zwar die Ayat: Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul mu'minul azizul muhaimin. Nicht durcheinander. Al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir subhanallahi amma yushrikun, bis zum Ende der Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala mehrere seiner schönsten Namen aufsagt. Und es gibt jetzt einige Hadith, die nicht ganz authentisch sind, von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in denen er uns aufzeigt, welche Stellung diese Ayat bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und in einigen dieser Überlieferungen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer diese Ayat am Abend oder am Morgen liest und dann stirbt, stirbt als Shahid oder wird das Paradies betreten. Und deswegen, ihr kennt das vielleicht, in türkischen Moscheen ist das üblich, dass man immer nach dem Fajr-Gebet und immer nach dem Maghrib-Gebet welche Ayat liest? Genau diese letzten Ayat von Surat al-Hashr. Und zwar basierend auf diesen Hadithen, die nicht ganz authentisch sind. Aber wie sieht es aus mit nicht ganz authentischen Hadithen im Bereich der Fawa'il al-A'mal, in den tugendhaften Taten? Was sagen die Gelehrten diesbezüglich? Dass Hadithe, die auf tugendhafte und gute Taten hindeuten, die aber nicht ganz authentisch sind, man trotz alledem praktizieren kann, unter bestimmten Voraussetzungen, man sie trotz alledem praktizieren kann, solange sie nicht Dinge beinhalten, welche im Widerspruch zu unseren Glaubenswegen und zu unserer Aqide stehen. Ja, und darauf basieren kann man natürlich dann vielleicht diese Ayat lesen, weil am Ende den Koran zu lesen ist eine schöne Angelegenheit, und dementsprechend haben die Gelehrten empfohlen, dann auch diese Ayat am Morgen und am Abend zu lesen. Das ist Surat al-Hashr. Und wir wollen insha'Allah ta'ala nach dieser Einleitung jetzt schon auf die ersten Ayat von Surat al-Hashr eingehen, bi'iznillahi azza wa jal. Und Allah ta'ala eröffnet diese Sura jetzt mit was? Mit der Lobpreisung, mit dem Tasbih. Und zwar mit den Worten: Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wa huwa al-aziz al-hakim. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Interessant ist bei dieser Eröffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala zunächst einmal aufzeigt, dass er gelobpreist wird. Unabhängig davon, ob die Menschen ihn lobpreisen oder nicht. Unabhängig davon, ob es Menschen gibt, welche sich gegen ihn stellen oder nicht. Und daraus lernen wir etwas Wichtiges. Wenn wir Allah Ta'ala anbeten, dann nutzen wir damit nur uns selbst und nicht Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wenn wir uns von Allah Ta'ala abwenden, dann schaden wir uns nur selbst und nicht Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weil Allah Ta'ala ohnehin durch alles, was im Himmel ist und was auf der Erde ist, gelobpreist wird. Allah hat nichts von unserer Lobpreisung, weil Allah Ta'ala in sich vollkommen ist. Allah ist unabhängig. Allah ist As-Samad. Was heißt As-Samad? As-Samad ist derjenige, von dem alles abhängig ist, aber der von nichts abhängig ist. Und deswegen zu den wichtigsten Eigenschaften Allahs gehört Al-Qayyumiyya. Dass er Qawwamun binafsihi ist. Das heißt, dass er komplett unabhängig ist. Er ist Al-Ghani, der Unabhängige, der sich auf nichts stützt, aber auf den sich alles andere stützt. Ja, Johannes, o ihr Menschen, antumul fuqara'u ila Allah. Ihr seid abhängig von Allah. Wallahu huwa Al-Ghani. Allah ist der Reiche, der Unabhängige. Er braucht uns nicht. Und das darfst du niemals vergessen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du dich abwendest, dann schadest du dir damit nur selbst. Allah braucht dich nicht. Wenn du etwas Gutes tust, dann tust du es für dich selbst. Allah braucht das nicht. Es ist am Ende alles für dich.
und nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah nicht von dir abhängig ist, sondern du bist von Allah abhängig. Und interessant ist, dass Allah ta'ala hier das Verb sabbaha verwendet im Präteritum, das heißt in der Vergangenheitsform. Warum? Weil an einigen Stellen benutzt er es im Präsens, in der Gegenwartsform. Und einige Gelehrte haben gesagt, Allah ta'ala verwendet gerade in dieser Sura sabbaha in der Vergangenheitsform, weil es sich hierbei um ein Ereignis handelt, was Allah in der Sura behandelt, was in der Vergangenheit liegt. Weil Allah ta'ala, er nimmt Bezug auf was? Auf die Vertreibung der Banu al-Nadir aus Medina. Und das liegt in der Vergangenheit. Und dann sagt Allah ta'ala, ma fi samawati wa ma fi al-ard. An einigen Stellen im Koran heißt es einfach nur, ma fi samawati wa al-ard. Warum ist hier wa ma fi al-ard? Warum wird das wa ma fi wiederholt? Was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Warum wird das wiederholt? Weil nämlich in dieser Sura auch etwas behandelt wird, was gerade auch für die Gläubigen auf der Erde eine wichtige Rolle gespielt hat. Es geht um ein Ereignis auf der Erde. Und subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ergibt dir durch seine Religion nicht nur Nutzen im Akhirah. Viele denken, der Nutzen der Religion liegt nur was? Im Akhirah. Ich praktiziere die Gebote Allahs, um dann am jüngsten Tag das Paradies betreten zu dürfen. Natürlich tun wir das unter anderem deshalb. Aber das Schöne ist bei unserer Religion, dass wenn du sie praktizierst, du schon Nutzen auf der Erde haben wirst. Und das müssen wir immer wieder hervorheben, weil viele verstehen die Religion falsch. Viele denken, die Religion engt mich ein. Die Religion schränkt mich ein. Wenn ich die Religion praktiziere, dann muss ich immer nur verzichten. Nein, das ist ein falsches Verständnis von der Religion. Natürlich gibt es Dinge, auf die du verzichten musst. Aber all die Dinge, auf die du verzichten musst, sind am Ende Dinge, die dir schaden. Und all die Gebote, die Allah von dir verlangt, sind am Ende Dinge, die dir nützen. Und zwar schon in der Dunya vor dem Akhirah. Was sagt Allah Ta'ala in Surah An-Nahl? Allah Ta'ala, er sagt, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى, der rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, وهو مؤمن, und dabei gläubig ist. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, den werden wir ein schönes Leben führen lassen. Und zwar wo? Erst im Jenseits? Nein, schon in der Dunya. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Wir werden ihnen ihren Lohn für das Beste geben, was sie getan haben. Ah, das heißt, wenn ich meine Religion richtig praktiziere, und ich betone richtig, weil es gibt Leute, die ihre Religion falsch praktizieren, und dann, wenn sie merken, oh, irgendwie fühle ich mich eingeengt durch den Glauben, der Glaube ist für mich nur Erschwernis, dann liegt das nicht am Glauben, sondern es liegt an ihrem falschen Verständnis vom Glauben. Sie haben den Glauben nicht verstanden. Sie haben ihn falsch praktiziert. Sie haben selbst etwas eingeengt, was eigentlich was? Was eigentlich weit ist. Sie haben sich selbst Fesseln angelegt, die Allah Ta'ala ihnen gar nicht angelegt hat. Und dementsprechend, wer den Glauben richtig praktiziert, ein richtiges Verständnis vom Glauben hat, der wird ein schönes Leben in der Dunya führen vor dem Akhirah. Weil alles, was Allah gebietet, am Ende zum Schönen führt. Und es gibt so viele Beispiele, ich glaube, wir haben schon so oft darüber gesprochen, aber das muss uns einfach nochmal bewusst sein. Und dementsprechend, der Nutzen des Glaubens liegt nicht erst im Jenseits, sondern liegt schon in dieser Dunya. Weil der Glaube nämlich nur das Gute von uns verlangt und nur das Schlechte verbietet. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Das sind die passenden Eigenschaften genau für das Thema dieser Sura. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Aziz, Izz. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat in seiner Allmacht, in seinem Stolz die Muslime zum Sieg geführt. Obwohl sich niemand hätte vorstellen können, dass die Muslime in dieser Situation überhaupt siegen könnten. Gerade gegen solch einen übermächtigen Feind, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala.
Al-Aziz kommt von Al-Izz. Und Al-Izz heißt Stolz. Und ich als Muslim sollte mir von den Eigenschaften Allahs auch immer versuchen, etwas abzuschauen, wenn es eine Eigenschaft ist, von der ich mir etwas abschauen kann. Wenn Allah Ar-Rahman ist, dann versuche ich was? Rahim zu sein. Allah ist der Allbarmherzige, ich versuche auch barmherzig zu sein. Wenn Allah Al-Hakim ist, der Allweise, versuche ich nach der Weisheit zu streben. Wenn Allah Al-Alim ist, der Allwissende, versuche ich als Muslim nach Ilm zu streben, nach Wissen zu streben. Und wenn Allah Al-Aziz ist, der Allmächtige, der Stolze, versuche ich als Muslim ebenfalls nach diesem Stolz zu streben, den ich nur von wem bekomme? Nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der wahre Stolz. Nämlich, dass ich durch meine Religion Stolz erlange. Ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Ich stehe zu meinem Glauben. Ich bin dankbar, Muslim zu sein. Und ich verstecke mich nicht mit dem Islam. Al-Hakim, und er ist der Allweise, der wusste, warum er unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach Medina gebracht hat. Mit all den Herausforderungen, die er dabei hatte. Aber es ist die Hikma Allahs gewesen, die Weisheit Allahs gewesen, dass alles so gekommen ist, wie es am Ende gekommen ist. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala diese Einleitung gemacht hat zu dieser Sura mit dem Tasbih, geht Allah subhanahu wa ta'ala jetzt in den nächsten Ayat auf das Ereignis ein, worüber diese Sura geht. Nämlich die Vertreibung der Banu al-Nadir aus Medina. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt in einem längeren Vers, هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِ. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. Okay. Was heißt das? Wir haben ja gerade über dieses Ereignis gesprochen gehabt in der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Interessant ist, Allah ta'ala, er spricht jetzt hier nicht von den Juden, sondern er spricht von dem was? Von dem Ahl al-Kitab, den Leuten der Schrift. Und wenn der Koran von den Leuten der Schrift spricht, dann spricht er immer von den Juden und den Christen, diejenigen, welche eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten haben. Und Allah ta'ala erhält das extra, hebt das extra hervor. Das sind Leute der Schrift gewesen. Sie wussten eigentlich Bescheid, sie kannten eigentlich die Wahrheit, aber sie haben sich dagegen gestellt. Und deswegen sagt Allah ta'ala, الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Die Ungläubigen von den Leuten der Schrift. Eigentlich hätten sie es besser wissen müssen. Sie waren doch diejenigen gewesen, die immer wieder zu den Arabern in Medina gesagt haben, es wird ein Prophet kommen. Und jetzt kommt ein Prophet, aber sie verwandeln ihn, subhanallah. Jetzt kommt der Prophet, den sie in ihren Büchern beschrieben bekommen haben und den sie ganz genau kannten, aber jetzt stellen sie sich gegen ihn. Und deswegen hebt Allah ta'ala extra diese beiden Dinge hervor. Sie sind ungläubig, obwohl sie ein Buch bekommen haben. Und wie viele Menschen gibt es, subhanallah, die ungläubig sind, obwohl sie ein Buch bekommen haben? Die ungläubig sind, obwohl sie die Ayat kennen. Die sich vom Weg abwenden, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben. Auch unter den Muslimen. Es gibt manche Menschen, denen helfen die Zeichen Allahs nicht. Das sind einfach blind, sie wollen sie nicht erkennen. Und genau das ist das Problem der Ahlul Kitab gewesen. Nicht alle. Es gab einige, die haben direkt den Islam angenommen. Wer von den Juden hat direkt den Islam angenommen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam? Es gibt eine sehr bekannte Person. Und das war nicht irgendjemand, die will, das war sogar ein Gelehrter unter ihnen gewesen. Wer kennt den Namen von diesem Rabbiner, der direkt den Islam angenommen hat, als er den Propheten gesehen hat, als er in Medina ankam? Sallallahu alaihi wa sallam. Na, wie hieß er? Ja. Ah, Abdullah ibn Salam. Barakallahu fik. Abdullah ibn Salam. Sehr gut. Ja, und auch von den Banu Nadir haben einige den Islam angenommen. Das heißt, es gab einige, die haben die Wahrheit erkannt. Und sie haben die Eigenschaften gesehen und sie haben sie akzeptiert und angenommen. Und Allah Ta'ala, er sagt, er ist es. Das heißt, er selbst hat sie vertrieben. Unser Prophet hat nichts von sich aus getan. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nur das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Und deswegen sagt Allah, هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Wie أَوَّلِ الْحَشْرِ. Was ist damit gemeint? Die erste Versammlung.
Und zwar, dass sie versammelt wurden außerhalb von Medina. Das heißt, sie wurden als Gruppe rausgeschickt aus Medina und haben sich dann außerhalb von Medina versammelt. Und es war die erste Versammlung gewesen. Das heißt, sie und die Banu Qaynuqa waren die ersten gewesen, welche Medina verlassen mussten. Es gibt hier verschiedene Tafsir, manche sagen, mit der ersten Versammlung ist gemeint, die erste Versammlung in der Dunya, dass sie sozusagen gemeinsam vertrieben wurden. Und dann gibt es noch einmal eine Versammlung vor dem jüngsten Tag, nämlich dann, wenn das Feuer kommt, als letztes Zeichen von den großen Zeichen des jüngsten Tages, wo sie alle versammelt werden. Allahu a'lam. Wir wissen es nicht. Aber mit der Versammlung ist, wie gesagt, eine Versammlung in der Dunya gemeint. Auch wenn diese Ayah überhaupt nicht auf den Hashr am jüngsten Tag eingeht, ist das trotz alledem auch eine Art der Erinnerung an uns. Weil egal was sein wird, eines Tages werden wir alle versammelt werden. Ob wir wollen oder nicht. Und zwar am jüngsten Tag. Yawm al-Hashr. Es ist der Tag, vor dem niemand fliehen kann. Und dementsprechend liegt auch in dieser Ayah eine Erinnerung an uns. Surat al-Hashr. Es ist zwar eine Versammlung in der Dunya, aber am Ende werden alle Menschen ohne Ausnahme eines Tages versammelt werden. Ma dhanantum an yakhruju. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie vorziehen würden. Ihr habt euch das gar nicht vorstellen können. Sie waren viel stärker als ihr gewesen. Sie hatten Festungen gehabt. Sie hatten Waffen gehabt, die viel besser waren als eure Waffen. Sie hatten Rüstungen gehabt. Sie hatten Unterstützung gehabt. Und ihr habt euch nicht vorstellen können, dass so etwas jemals geschehen wird. Aber manchmal geschehen Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und das ist eine ganz wichtige Sache für uns, die uns Hoffnung gibt als Muslime. Wir können uns heutzutage kaum vorstellen als Muslime, dass sich die Dinge in dieser Welt für die Muslime nochmal irgendwie zum Positiven verändern können. Wir sehen die islamische Welt mit all den Schwierigkeiten, mit den Kriegen, mit den Problemen, den Katastrophen und sagen, mein Gott, was ist bloß los mit dieser Umwelt? Wird sich irgendwann einmal etwas ändern? Und ich sage euch, ja, es wird sich ändern. Weil das nicht meine Worte sind, das sind die Worte unseres Propheten, sondern noch mal die Jesus. Und wir gesagt, dass vor dem jüngsten Tag die Muslime noch einmal zurückkehren werden. Zum Minhaj al-Nubuwa, zu der Methodik des Prophetentums. Die Muslime werden noch einmal zurückfinden. Aber wann wird das sein? Wie lange wird das sein? Allahu a'lam. Aber ich verliere als Muslim nicht die Hoffnung. Die Muslime hätten sich zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass die Banu al-Nadir einfach so aufgeben werden. Und dass sie wirklich Medina kampflos verlassen werden. Aber sie haben es getan. Ma dhanantum an yakhruju. Und dann, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Und sie meinten und haben geglaubt, die Juden, die Banu al-Nadir, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten. Mit anderen Worten, sie dachten ebenfalls, so etwas könnte uns niemals passieren. Aber es ist genau das Gegenteil eingetreten. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten. Und was ist genau passiert? وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ. Und jagte in ihre Herzen Schrecken. Ah, die Angst überkam sie. Etwas, was sie nicht mehr im Griff hatten. Und Ru'b ist nicht einfach nur Rauf, einfach nur Angst, sondern extreme Angst. Sie haben plötzlich extreme Angst bekommen. Und die Angst kann ein Soldat von den Soldaten Allahs sein. Ja, unser Prophet hat sogar gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, dass zu seinen 6 Eigenschaften, mit denen er bevorzugt wurde gegenüber den anderen Propheten, was gehört, weiß es jemand? Hat auch was mit der Angst zu tun? وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ. Was heißt das? وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ. Was bedeutet das? Und ich wurde mit dieser Angst zum Sieg geführt auf einem Abstand oder von einem Abstand von einem Monat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ein Feind eine Monatsstrecke von mir entfernt ist, er schon Angst bekommt. Weil er nämlich weiß, dass die Muslime stark sind und dass sie sich verteidigen können. Das ist eine der Eigenschaften unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dass er mit der Angst zum Sieg geführt wurde, sodass er überhaupt nicht kämpfen braucht.
Und subhanallah, Allah Ta'ala, er hat die Angst in die Feinde, Herzen der Feinde gelegt, was dann der Grund dafür gewesen ist, dass sie sich dann nicht mehr gewehrt haben. Und jagte in ihre Herzen Schrecken, sodass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. Sodass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen, das heißt die Banu al-Nadir, bevor sie Medina verlassen haben, haben sie was getan? Sie haben ihre Häuser zerstört, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil sie nicht wollten, dass die Muslime darin leben. Das ist ein Grund gewesen. Gut, ihr gutes Recht konnten sie machen. Aber ein anderer Grund war gewesen, wie wir es gesagt hatten, sie wollten so viel Baumaterial wie möglich mitnehmen für ihre neue Heimstätte. Und dementsprechend haben sie ihre Häuser zerstört, haben Bretter mitgenommen, haben Baumaterial mitgenommen. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, und den Händen der Gläubigen ebenfalls. Weil die Gläubigen ebenfalls dann, in diesem Fall in bestimmten Situationen, auch dann, um dann zum Sieg zu führen, sich daran beteiligen mussten. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, darum zieht die Lehre daraus, O die ihr Einsicht besitzt. In anderen Worten, das ist ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, sodass diejenigen, die einen Verstand besitzen, daraus eine Lehre ziehen sollen. Und Allah ta'ala, er spricht hier unter anderem auch wen an? Er spricht hier unter anderem auch den dritten jüdischen Stamm an, der noch in Medina gewesen ist. Und zwar die Banu Qurayza, die ja auch immer wieder versucht haben, gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die Muslime Ränke zu schmieden. Und jetzt kommen wir noch, insha'Allah ta'ala, zu einer oder zwei Ayat. Genau zwei Ayat noch heute, bi'izzallah azza wa jal. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin, وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَى, und wenn Allah ihnen nicht die Verbannung vorgeschrieben hätte, dass sie verbannt werden, لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, hätte er sie wahrlich im Diesseits gestraft, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, und im Jenseits wird es für sie die Strafe des Höllenfeuers geben. Ah. Das heißt, diese Verbannung war für sie eigentlich was gewesen? Schon eine Form der Barmherzigkeit, ein Gnadenakt. Weil normalerweise, wenn so etwas geschieht, in der damaligen Zeit, bedeutete das was? Die Todesstrafe. Das war damals so gewesen, das waren die Regeln gewesen. Und das galt auch für die Juden, sie haben genauso gehandelt. Oder die Versklavung. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie gehen lassen und sie konnten unversehrt Medina verlassen mit ihrem Vermögen. Es war also am Ende ein Gnadenakt gewesen, eine Form der Barmherzigkeit, dass sie, obwohl sie Hochverrat begangen haben, Medina verlassen konnten. Aber das ändert nichts daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie am jüngsten Tag mit dem Höllenfeuer bestrafen wird. Und was ist der Grund dafür? Allah ta'ala, er erläutert das. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَ, dies dafür, dass sie Allah und seinem Gesandten entgegengewirkt haben. Das Wort شَاقَ kommt von was? Von شِق. Und شِق heißt was? Was bedeutet das Wort شِق? Schiff heißt Seite. Das heißt, auf der einen Seite ist der Prophet, auf der anderen Seite sind die Gegner des Propheten. Und das bedeutet, sie haben sich gegen den Propheten gestellt und sie haben den Propheten bekämpft, obwohl sie ganz klare Abmachungen hatten. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, und wer Allah entgegenwirkt, gewiss, so ist Allah streng im Bestrafen. Und jetzt kommt eine wichtige Ayah, mit der wir heute abschließen werden, inshallah. Diesen Abschnitt. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. Was an Palmen ihr umgehauen habt oder auf ihren Wurzeln habt stehen lassen, so geschah es mit Allahs Erlaubnis und damit er die Frevler in Schande stürze. Was hat diese Ayah jetzt mit dem Ganzen zu tun? Und zwar wissen wir aus der Sirah und auch aus dieser Ayah, dass die Muslime, um zu den Festungen gelangen zu können, einige Palmen, die es vor den Festungen der Banu al-Nadir gab, abgeholzt haben und gefällt haben. Und einige wenige Palmen, man spricht von einer Palme oder vier Palmen, also an der Hand abgezählt, haben sie sogar verbrannt. Es ist nicht ganz sicher, ob das die Palmen sind, die ohnehin schon gefällt wurden, oder ob sie dann ein bis vier Palmen, die noch gestanden haben, angezündet haben, damit sie einen freien Weg haben. Was geschah jetzt, nachdem sie das getan haben? Die Juden haben dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Abgesandten geschickt und haben gesagt, O Muhammad, du bist derjenige, der immer
zur Moral aufruft. Du bist derjenige, der immer sagt, wir müssen gut handeln. Wir dürfen nicht zerstören. Du hast einen moralischen Anspruch. Und jetzt verbrennst du einfach Palmen oder Felspalmen. Das widerspricht doch deinen moralischen Maßstäben, mit denen du gekommen bist. Du stiftest Unheil auf Erden. Du kannst doch nicht einfach haben und gut zerstören. Woraufhin Allah Ta'ala diese Erde herabgesandt hat. Was an Palmen ihr umgehauen habt oder auf ihren Wurzeln habt stehen lassen, also nicht umgehauen habt, so geschah es mit Allahs Erlaubnis. Und damit er die Frevler in Schande stürzt. Eine wichtige Erde, aus der wir sehr viel lernen können. Erstens, dass Allah Ta'ala das extra erwähnt, zeigt noch einmal, die Muslime haben auch im Krieg ganz klare moralische Vorschriften. Und der Koran, er behandelt das und er argumentiert auch in diesem Sinne. Und zeigt auch auf, warum es den Muslimen erlaubt gewesen war, in diesem Fall einige Palmen zu fällen und zu verbrennen. Der Islam ist eine Religion, die realistisch ist und die für alle Lebensbereiche und für alle Situationen gekommen ist. Und in allen Bereichen gilt immer auch, dass klare moralische Maßstäbe gehen, an die ich mich als Muslim zu halten habe. Der Islam sagt nicht, Krieg ist verboten. Krieg ist nicht schön, ist nicht gut. Aber wenn es zu Krieg kommt, dann müssen wir kämpfen. Und dann müssen wir auch hart kämpfen. Aber auch in solch einem Kampf müssen wir moralische Vorschriften beachten und dürfen sie nicht überschreiten. Wenn der Koran extra auf einige Palmen eingeht, wie ist es dann erst mit Menschenleben und mit Menschenseelen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, vor jeder Schlacht hat er den Muslimen immer wieder aufgezeigt, was es für moralische Vorschriften gibt. Er hat gesagt, tötet keine Frauen, tötet keine Greise, tötet keine Mönche, die sich zurückgezogen haben in ihrem Kloster, tötet keine Kinder. Ganz klare Vorschriften. Fällt keine Bäume, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Nur in Ausnahmesituationen darf man so etwas tun. Ein Muslim muss sich an die moralischen Vorschriften halten. Als nach der Schlacht von Badr die Quraysh einige Leichen geschändet haben, ihnen die Ohren abgeschnitten haben, die Nasen abgeschnitten haben, die Leber aus dem Körper geschnitten haben, von der Leber etwas abgebissen haben und sie auf den Boden geschmissen haben, wie es Hind mit dem Leichnam von Hamza ibn Abdul Muttalib getan hat. War der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so außer sich von Trauer gewesen, dass er geschworen hat, bei Allah, bei der nächsten Schlacht werden wir mit ihren Leichnamen genau dasselbe tun. Und ich werde 70 Leichen von ihnen schänden, genauso wie sie 70 Leichen von uns geschändet haben. Und dann kam die nächste Schlacht. Und die Sahaba hatten noch die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, diesen Schwur im Hinterkopf. Woraufhin dann der Prophet zu ihnen sagte, Inni nuhitu anin nufula. Mir wurde es verboten, Leichen zu schänden. Und hat es nicht getan. Ganz klare moralische Vorschriften, an die ich mich als Muslim zu halten habe. Ich kann nicht sagen, ja, weil sie es machen, deswegen mache ich es auch. Ach so, weil der Feind vergewaltigt, darf ich jetzt auch deren Frauen vergewaltigen? Nein. Ich muss mich als Muslim an ganz klare Regeln halten. Auch im Krieg, auch in der Feindschaft. Sehr wichtig, dass ich das niemals vergesse. Und deswegen der Koran, er geht darauf ein. Warum? Weil hier nämlich die Muslimen ein moralischer Verfall oder es wird ihnen vorgeworfen, dass sie unmoralisch gehandelt hätten. Der Koran geht darauf ein und sagt, nein, ich habe es ihnen erlaubt, aber nur als Ausnahme. Und wenn der Koran sogar so etwas extra hervorhebt, aufgrund einiger Palmen, was sind schon Palmen, bitteschön, dann zeigt es uns, was für einen riesigen moralischen Anspruch wir als Muslime haben, subhanallah, selbst wenn es um eine Kriegssituation geht. Allahu Akbar, was für eine schöne Religion. Und wir können darauf stolz sein als Muslime, Alhamdulillah, dass wir so etwas überhaupt haben. So etwas hatten andere Völker nicht. Wenn gekämpft wurde, wurde gekämpft, dann war es egal, da wurde vergewaltigt, da wurde zerstört, geplündert. Für die Muslime gab es so etwas nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich an die Verträge gehalten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nicht ohne Grund einfach haben und gut zerstören lassen. Nur wenn es nicht anders ging, war es diesen moralischen Anspruch.
Wenn heutzutage die Kriege so geführt werden würden, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns das beigebracht hätte, dann hätten die Menschen keine Angst mehr vor Krieg. Weil man nämlich ganz genau wüsste, alhamdulillah, es gibt klare Regeln. Diese ganzen Genfer Konventionen in Bezug auf den Krieg, ja, die haben wir als Muslime alhamdulillah schon lange. Wir haben sie auch beherzigt und praktiziert. Insbesondere unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die ersten Muslime. Was lernen wir noch daraus? Und zwar ein ganz wichtiges Prinzip. Nämlich das Prinzip des Abwägens. Al-Muwazana. Bain al-Masalihi wal-Mafasid. Das ist etwas sehr Wichtiges. Fiqh al-Muwazanat. Das Verständnis, abwägen zu können. Und das ist etwas, was viele Muslime nicht verstehen. Und was viele Muslime vernachlässigen. Viele Muslime denken, Haram ist gleich Haram. Und verstehen nicht, dass es auch unter den Haram nochmal Stufen gibt. Und dass ich in bestimmten Situationen abwägen muss. Und manchmal sogar eine Sache machen muss, die verboten ist. Warum? Weil sie nämlich das geringere Übel ist. Manchmal habe ich eine Maslaha und eine Mafsada. Für was entscheide ich mich jetzt? Für den Nutzen oder für den Schaden? Ich muss lernen, abzuwägen. Ich gebe euch ein schönes Beispiel. Das kennt ihr sicherlich das Beispiel, aber ich gebe euch ein schönes Beispiel. Ich gebe euch zwei Beispiele. Und damit schließen wir ab, inshallah. Ein Beispiel aus der Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und ein Beispiel aus der Zeit von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kommen wir zum ersten Beispiel, und zwar aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu unserer Mutter Aisha: "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi Islam, la amartu bil Ka'bati an tubna ala qawa'idi Ibrahim kama qala." Wäre dein Volk nicht gerade erst zum Islam übergetreten, das war nach der Eroberung von Mekka gewesen, da hätte ich die Kaaba wieder auf den Grundmauern von Ibrahim a.s. errichten lassen. Was bedeutet das? Wie sah denn die Kaaba aus in der Zeit von Ibrahim a.s.? Weißt du, was ich meine? Wie sah die Kaaba aus in der Zeit von Ibrahim a.s.? Wir wissen heute die Kaaba, wissen ja, wie sie aussieht. Diese Kubusform. Quadrat, ein Würfel. Wie sah sie aus zur Zeit von Ibrahim a.s.? Sie hatte einen Bogen gehabt. Diesen Bogen, den sehen wir heute immer noch. Und zwar, das ist dieser Hijr Ismail. Das ist eigentlich ein Teil der Kaaba. Das heißt, wenn du in Hijr Ismail betest, ist es so, als würdest du in der Kaaba beten. Subhanallah. Auch wenn da kein Gebäude mehr steht. Auch wenn da kein Gebäude mehr steht. Und der Prophet sagt zu Aisha: Wäre dein Volk erst nicht gerade zum Islam übergetreten, dann hätte ich befohlen, dass die Kaaba genau auf diesen Grundfesten wieder errichtet wird. Das heißt, dass sie nicht mehr ein Würfel ist, sondern dass sie wieder diese, ich weiß nicht, U-Form hat. Warum hat er das aber nicht getan? Er hat abgewogen. Gesehen, okay, wenn er das jetzt machen würde, dann würde das zu was führen? Zu einer Fitna. Obwohl darin eine Masraha liegt, da liegt ein Nutzen drin. Die Kaaba sieht wieder so aus wie zur Zeit von Ibrahim a.s., die ursprüngliche Form. Aber der Schaden wäre größer als der Nutzen. Und dementsprechend hat sogar der Prophet, nicht irgendjemand, der Prophet darauf verzichtet, sondern auch bei sich. Das ist das erste Beispiel. Das heißt, hier haben wir ganz klar dieses Abwägen zwischen Schaden und Nutzen. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Beispiel, wo es um das Abwägen zwischen zwei Übel geht. Zur Zeit von Ibn Taymiyyah gab es die Mongolenstürmer auf die muslimische Welt. Und Sheikh Hussein Ibn Taymiyyah hat sich beteiligt daran. Und zu diesem Zeitpunkt gab es schon einige mongolische Stämme, welche den Islam angenommen hatten. Aber eher äußerlich. Das heißt, sie haben weiterhin Alkohol getrunken, Zina gemacht. Sie waren einfach nur was? Der Herrscher ist Muslim geworden, aber sie haben nicht wirklich den Islam verinnerlicht gehabt. Und haben dementsprechend auch viel geplündert und Unheil gestiftet. Obwohl sie Muslime waren und auf muslimischer Seite kämpften. Aber unter ihnen waren natürlich auch aufrichtige Muslime gewesen, gebürtige Muslime, die den Islam kannten. Und Sheikhul Islam, er war halt an diesen Kämpfen beteiligt gewesen, mit einigen seiner Schülern, und sie gingen dann durch das Lager. Und die Soldaten, sie tranken Alkohol, die mongolischen Soldaten tranken Alkohol. Und dann sind einige Schüler von Ibn Taymiyyah zu ihnen gegangen, wollten sie davon abhalten. Hört auf, haram, geht nicht.
Und da meinte er zu ihnen, lasst sie. Ich sage, wieso sollen wir sie lassen? Das ist doch Munkar, wir müssen doch den Munkar beseitigen und verändern. Da meinte er, ja, das ist Munkar, das weiß ich, dass Munkar ist. Aber wenn sie betrunken sind, sind sie mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, dann sind sie betrunken und irgendwann schlafen sie ein und halas. Aber wenn sie nüchtern sind, dann wissen sie nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und fangen an zu plündern. Und das Plündern ist das größere Übel, weil mit dem, wenn sie sich betrinken, schaden sie sich selbst. Aber wenn sie plündern, was machen sie dann? Dann schaden sie anderen. Und das ist das größere Übel. Und dementsprechend lass sie trinken, damit sie vom größeren Übel abgehalten werden. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Deswegen, ganz wichtig, es gibt immer wieder Situationen, meine lieben Geschwister, wo ich nicht einfach so sagen kann, mach das oder jenes. Und das ist bei einer Fatwa unbedingt wichtig. Natürlich wissen wir beispielsweise, dass bestimmte Dinge haram sind. Zinsen sind haram, wissen wir alle. Brauche ich gar nicht darüber zu diskutieren. Aber jetzt kommt jemand zu dir und sagt, Sheikh, wie mache ich das jetzt? Ich werde aus meiner Wohnung geschmissen. Es gibt keine Wohnungen mehr zu mieten. Und die einzige Möglichkeit für mich jetzt schnell eine Wohnung zu finden, und ich habe die Möglichkeit finanziell dazu, ist, dass ich meine Wohnung, die ich habe, auf die der Eigentümer sozusagen hat mir sie angeboten, dass ich sie kaufe, wenn ich dann wieder Eigenbedarf anmelde, dass ich sozusagen diese Wohnung kaufe. Kann ich es machen mit einem Kredit von der Bank oder nicht? Ah, subhanallah. Jetzt habe ich eine Situation. Wir wissen, Zinsen sind haram. Kann nicht jeder sagen, dass Zinsen haram sind. Das weiß ich auch, das weißt du auch, das weiß jedes Kind, dass Zinsen haram sind. Aber heißt es, dass ich jemandem in solch einer Situation eine Fatwa geben kann, der ihm sagen kann, du darfst und darfst es nicht? Nein, sondern ich muss wissen, wie ich jetzt abwäge. Und das kann nur ein Faqih. Das kann nur was? Ein Faqih, ein Gelehrter, der die Erlaubnis hat, eine Fatwa zu geben. Ich traue mir das auch nicht zu. Es geht hier um eine auf der einen Seite gewaltige Sünde, auf der anderen Seite aber auch ein Problem, was ich habe, eine Darura. Was hat jetzt mehr Gewicht? Gibt es unterschiedliche Fatwa zu? Damit muss ich ausgehen. Deswegen muss ich aufpassen. Wenn ich eine Fatwa gebe, es gibt Dinge, natürlich sind sie was? Natürlich sind sie... Entschuldigung, ich muss ja hier... Machen wir mal leise. Ja, hier, krass. Natürlich sind sie haram oder makruh oder wie auch immer. Aber was mache ich in dieser Situation? Ein anderes Beispiel, damit wir es einfach verstehen, dass ich aufpassen muss mit bestimmten... mit einer Fatwa. Jemand hat eine nicht-muslimische Familie. Und diese nicht-muslimische Familie, die Eltern, die trinken immer wieder Bier und Alkohol am Tisch. Wir wissen, es ist eigentlich für mich verboten als Muslim, dass ich an einem Tisch sitze, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Der Vater, der immer sein Bierchen trinkt, der zeigt dir einen Vogel und sagt, wenn du bei mir zu Hause bist, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Entweder kommst du und bist bereit, sozusagen dann auch bei mir am Tisch zu sitzen, während ich mein Bierchen trinke, ja? Oder ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ah. Ich muss das lernen, mich abwägen, welche Fatwa gebe ich, was mache ich? Natürlich, jeder weiß, es ist eigentlich verboten, da zu sitzen. Aber was ist das größere Übel hier? Oder das kleinere? Das muss dann was? Einfach Krieg geben. Genauso auch mit Weihnachten feiern als Beispiel. Ja, es gibt so viele Beispiele, die ich jetzt nennen kann. Ja? Meine Familie feiert Weihnachten. Das ist das einzige Fest, wo sich alle treffen, einmal im Jahr. Kann ich jetzt daran teilnehmen, kann ich daran nicht teilnehmen? Als konvertierter Muslim, als konvertierter Muslim. Weil wenn nicht, dann wäre ich komplett ausgeschlossen. Ich habe in der Firma Weihnachtsfeier. Und wenn ich jedes Mal Nein sage, dann kriege ich ein Problem mit meinem Kollegen, mit meinem Chef etc. Kann ich daran teilnehmen, kann ich daran nicht teilnehmen? Obwohl Alkohol ausgeschenkt wird oder nicht. Ich gebe jetzt keine Antwort darauf. Ich will euch nur aufzeigen, dass wir bestimmte Ahkam haben, wo wir wissen, das ist haram, das ist, weiß jeder. Aber was ist mit einer Fatwa für diese Situation? Hierfür brauche ich was? Genau dieses Verständnis von Fiqh al-Muwazanat. Dass ich abwägen kann. Was ist das größere Übel? Was ist das kleinere Übel? Worin liegt die größere Maslaha, die kleinere Maslaha? Dafür brauche ich was? Einen Faqih. Jemand, der wirklich Fiqh studiert hat, der eine Fatwa geben kann. Und nicht einfach jemand, der sagt, ja, natürlich ist es haram. Ja, das kann ich auch sagen, natürlich ist es haram. Das wissen wir alle. Aber was kannst du dieser Person sagen? Wie kannst du ihr
einen Ausweg geben, sodass er mit seiner Religion zufrieden ist. Ich bin auf Arbeit, komme auf Arbeit und meine Chefin gibt jeden Morgen jedem Kollegen die Hand. Was mache ich jetzt? Ich weiß, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Das ist eigentlich haram, dass ich sozusagen dem anderen Geschlecht die Hand gebe. Aber wenn ich die Hand nicht gebe, dann gibt es da ein großes Theater. Wie gehe ich jetzt damit um? Das sind alles Dinge, die ich verstehen muss. Das Fiqh mehr ist einfach nur zu sagen, ist doch haram. Natürlich weiß ich, dass es haram ist. Aber was ist das größere Übel? Was sage ich jetzt dieser Person? Wie geht diese Person damit um? Und hierfür brauche ich dieses Fiqh al-Muwazanah. Also ihr seht, subhanallah, diese Erde, ja? Eigentlich ist es haram, dass sie einfach so einen Baum fällen. Aber hier erlaubt es Allah den Gläubigen. Warum? Weil darin ein größerer Nutzen liegt. Das heißt, ich habe einen Schaden. Das ist was? Das ist das Fällen eines Baumes. Aber ich habe auf der anderen Seite einen größeren Nutzen. Und das ist was? Dass der Feind besiegt wird. Und dementsprechend hat Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen befohlen, dass sie diese Bäume fällen und sogar verbrennen dürfen, was jetzt in dieser Ehe nicht erwähnt wird, was wir aber aus der Sunna haben, aus der Sira haben, dass sie sogar einige Bäume verbrannt haben. Warum? Weil darin nämlich ein größerer Nutzen lag. Allah Ta'ala sagt, das können Sie jetzt so ewig weitermachen, ja? Allah Ta'ala sagt, لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. Beschimpft nicht diejenigen, die neben Allah andere Gottheiten anbeten. Eigentlich sollte ich doch gerade über solche Menschen schimpfen. Und das ganz klar benennen, was es ist, nämlich Schirk. Und es ist, sie beleidigen Allah subhanahu wa ta'ala, aber Allah sagt das nicht. Warum? Was ist der Grund? Weiß jemand, was der Grund ist? Was sagt denn Allah Ta'ala? Wie geht die Ayah weiter? وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Wie geht die Ayah weiter? Das ist der Grund. Das ist ein ganz pragmatischer Grund. Ganz pragmatisch. Ja. Weil sie dann nämlich ebenfalls Allah ohne Wissen beleidigen. Das heißt, wenn ich sie beleidige, dann beleidigen sie Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl eigentlich vielleicht sogar daran ein Nutzen liegen würde, weil das nämlich, wie gesagt, sie beleidigen ja Allah mit dem, was sie tun, verbietet das Allah, weil der Schaden nämlich viel größer wäre. Unglaublich wichtig, dass wir das lernen, ja, dieses Fiqh al-Muwazanat. Ja. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ich bin von meiner Seite fertig. Wir sind jetzt bis 1.05 Uhr gekommen. Nächste Woche, inshallah, werden wir dann einen weiteren, größeren Abschnitt machen und dann die Woche darauf dann hoffentlich die Sura abschließen, wie es in der Azza wa Jal. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr.